Grüß Gott. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Ich habe es schon so oft probiert, jetzt ein Video anzufangen. Ihr habt es, glaube ich, im letzten Video gesehen. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Ich will euch aber unbedingt mein Müllhaul abdrehen, damit ich die Sachen endlich wegräumen kann. Vor lauter Wut habe ich sogar das hier kaputt gemacht. Ich fange mal mit dem an. Ich habe mir die Einwegwaschlappen wieder nachgekauft. Ich schmeiße das einfach jetzt alles am Boden. Ich will das Video so schnell wie möglich hinter mich bringen, ohne dass ich halber das sticke. So. Ich zeige euch aber dann nicht nur ein Müllhaul. Ich habe nur leider die Rechnung davon nicht, weil meine Cousine war in Deutschland und sie hat mir von Rossmann ein paar Sachen mitgebracht. Die zeige ich euch dann am Schluss. Also ich habe die natürlich bezahlt, aber ich weiß nicht mehr, wie viel es ausgemacht hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue das mit Müller zusammen, weil das zusammenpasst. Deutschland, Müller, ihr wisst ja. Es sind neue Reinigungstücher rausgekommen und die will ich unbedingt probieren, weil ich die Verpackung schon allein so geil finde. Und meine Einhorn gibt es ja nicht mehr. Leider sind die auch limitiert. Aber es gibt jetzt ganz neue Aktivkohle-Antipickel-Reinigungstücher. Und ich bin so, so gespannt, weil in letzter Zeit habe ich so eine Problemhaut, deswegen habe ich mir gedacht, okay. Ich habe nämlich da eine Packung Einhorn liegen, weil ich die nicht mehr hatte, weil die sind mir ausgegangen und ich dachte, ich habe noch welche. Deswegen habe ich mir notfallshalber zwei mitgenommen. Eines fange ich dann gleich an und eins habe ich noch als Backup dann. Yeah, das hat sich sogar gereimt. Da ist sehr staubig. Ja, die habe ich mir jetzt so dazwischen gekauft, die Sachen, die ganzen Sachen eigentlich. Also, ich habe mir einen Schal von Müller gekauft. Ich wollte den nämlich unbedingt haben. Schaut euch, ich muss den eh auch waschen, der ist schon so verstopft, weil der schon so lange da liegt. Ich wollte den unbedingt haben, weil ich das Muster so geil finde. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du ihn mal mit. Dann habe ich echt viel gekauft. Bei Müller habe ich echt viel gekauft diesmal. Ich habe mir mein Trockenshampoo wieder nachgekauft. Das ist ja das, was ich immer wieder kaufe und aufbrauche. Das ist das Sweetie Trockenshampoo. Drei habe ich jetzt wieder. Und ich habe gesehen, es ist wieder in Aktion. Deswegen überlege ich, ob ich es mir nochmal nachkaufe. Die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Deswegen klebt dann noch die Rechnung dran. Das ist eine Bodylotion von einer Arbeitskollegin. Die hat mir die geschenkt, weil die reduziert war um 1 Euro. Und die riecht gut. Ich habe sie schon mal ausprobiert. So sieht die aus. Ich weiß es, deppert, dass ich eine... Ich wollte eigentlich eh keine, ich habe sie versucht auszureden, aber es war so lieb, dass sie dann gesagt hat, sie schenkt die mir. Also, ich finde die Verpackung auch schön, also, ja. Deswegen heißt es, ich muss mir aufbrauchen. Ich weiß, ich weiß. Ich habe mir einen Duschschaum gekauft, aber ich fand den Duft so wie... Der erinnert mich an Zucker, die ich früher immer gern hatte. Hoppla. Ich komme aber nicht drauf, welche. Das ist von Duschdas, ein Duschschaum. Ich fühle mich fröhlich. Blutorange und Gingerduft. Der ist so geil. Die kann man auch angeblich zum Rasieren verwenden, steht da unten. Ich finde den Duft mega. Ich weiß nicht, ob es da noch... Es gab noch mehr, aber ich habe schon lange nicht mehr beim Duschgelregal geschaut in der Arbeit, weil ich Angst habe, dass ich was finde. Deswegen schaue ich nicht mehr. Ich habe mir Badezusätze gekauft. Und zwar, das ist ein neuer. Der riecht so gut. Das ist mit süßen Erdbeerduft. So sieht er aus. Das ist, glaube ich, sogar ein Herz wieder. Kann das sein? Könnte gut möglich sein. Badeherz, ja. Steht hier unten. Auf das bin ich echt gespannt, wie das ist. Dann habe ich hier zwei Oh, der hat eine neue Verpackung. Zwei Badezusätze. Ich hoffe, dass der dann auch um 80 Cent war. Der da. Ich glaube, das ist nämlich nur die alte Verpackung. Ist ja wurscht. ich habe mir ein paar Badezusätze gekauft. Fackeln wir da nicht lange drum rum. Das Problem ist, ich benutze die in letzter Zeit nicht so gern, weil ich keine hatte. Den habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir den zweimal gekauft, weil ich mir einbilde, dass ich den gut fand. Ja, dann habe ich mir zweimal die Mundspülung gekauft, weil langsam wird mein schon leer. Und ich glaube, sie waren sogar in Aktion. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich hier noch einen Badezusatz mir gekauft. Und ich habe mir auch eine Maske mitgenommen. Ich habe ja nicht mehr so viele Crememasken, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann darfst du die ausnahmsweise mitnehmen. Das ist eine Flamingo-Crememaske. Ich habe da keinen Platz mehr. An das kann ich mich noch erinnern. Min und ich waren unterwegs und wir haben ein Melone-Duschgel von Aveo gefunden. Sogar sie hat es mitgenommen und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme es einfach auch mit. Das riecht so gut nach Melone. Das ist einfach arg. Keine Ahnung, wann ich das benutzen werde. Das ist natürlich wieder limitiert. Ich habe auch noch die Pina Colada von letzten Jahr. Also weiß ich noch nicht, wann ich es benutzen werde. Also, kommen wir zum Make-up. Da war ich nämlich böse. Ich war bei ganz, ganz vielen LEs sehr, sehr böse.
Fangen wir mit der Catrice Lala Berliner. Ich habe mir da einen Pinsel zum Konturieren wieder gekauft. Ich mache den euch mal auf, weil in dieser Verpackung sieht man das nicht. So. Er sieht so aus. Bin schon gespannt, wie der ist. Ich möchte ihn unbedingt probieren, weil ich finde das zum Konturieren so cool, wenn man dann so... Ich habe nämlich, glaube ich, einen aus einer Essence-Kollektion, der genauso ausschaut wie der. Einen gibt es sogar noch. Ich will den unbedingt morgen benutzen, damit ich weiß, ob ich ihn mir nachkaufe oder nicht noch. Klingt eh dämlich, aber ist es ein limitierter Pinsel. Bleiben wir bei Catrice. Ich habe mir noch die Mascara dazu gekauft. Die ist orange. Ich mache sie jetzt nicht auf. Aber sie ist orange und ich freue mich schon auf die. Vielleicht schminke ich einen Sommerlook damit. Was sagt ihr? Wäre doch eine gute Idee. Bleiben wir doch immer bei Catrice. Da gab es eine LE, die hat, glaube ich, irgendwas mit Warrior geheißen. Steht das hinten? Ja, Active Warrior hat die geheißen. Mit so Wassertropfen drauf. Seht ihr das? Und die schaut exakt so aus wie eine MAC-Kollektion, die damals auch mit Wassertropfen war. Und das ist ein Fixierbuder. Sagt jetzt lieber nichts. Das ist ein Fixierbuder. Ja, ein weißes. Ich bin gespannt, wie das ist. Das soll nämlich auch wasserfest sein. Ich weiß noch nicht, wann ich es verwende, aber ich werde es verwenden. Ich habe zu wenig Puder, wie man weiß. Dann habe ich mir noch das Fixierspray gekauft. Einfach nur wegen der Verpackung. Da muss ich ehrlich sein, das war auch dann ausverkauft auch. Da muss ich ehrlich sein, das war wirklich nur wegen der Verpackung. Und ich habe mir auch einen Creme-Highlighter, einen neuen, gekauft. Weil ich gesehen habe, ich habe gar nicht mehr so viele. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ausnahmsweise, weil die auch die LE gefällt und ich habe ihn noch vortestet. Ja, deswegen habe ich mir dann den mitgenommen. Ich finde den echt schön. Der ist echt, echt schön. Es ist so genau meins. Es gab auch einen goldenen, aber den mochte ich nicht so. Jo. Ich schaue es jetzt. Dann habe ich hier noch von Manhattan, die habe ich mir für die Comicmesse gekauft. Die hatte ich auch oben. Ich glaube, man sieht mich nur ganz kurz, weil ich habe nur ganz wenig mitgefilmt. Wo auch der Jack Sparrow neben mir rumgeistert. Da sieht man, dass ich die beiden oben habe. Ich habe den Herzstempel. Tattoo, wie heißen die? Ink Me heißen die. Einen gibt es mit Herz, einen Stern habe ich ja noch. Es gibt ein Herz und ein Mond noch. Und die beiden habe ich mir noch gekauft. Habe ich mir extra wegen der Comicmesse mitgenommen, sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich noch, es war ja bei Love ein riesengroßer Abverkauf. Ich habe mir auch ein paar Tester mitgenommen, weil bei Love ging bei uns bei Müller raus. Ich glaube sogar bei jedem Müller ging Love raus. Jetzt habe ich ein Trinkchen im Auge. Und es war um die Hälfte reduziert, ja. Nur so viel dazu. Und die Kajalstifte sind so riesengroß. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gebe denen eine Chance. War blöd von mir, dass ich gleich drei mitgenommen habe, aber um die Hälfte habe ich mir gedacht, ja, kann man nicht sagen. Ich habe den Tester ausprobiert, der hat ein bisschen am Auge gebrannt, aber ich glaube, das war nur, weil ihn jeder verwendet hat. Eklig, ich weiß. Normalerweise macht das nicht. Ich habe ihn noch extra angespitzt, damit ich ja nichts bekomme. Ich habe auch Gott sei Dank keine Augenentzündung oder so. Kaufen wir gleich. Aber ja, normalerweise benutze ich es nicht, aber ich wollte unbedingt wissen, wie der ist. Ja, deswegen habe ich mir dreimal den Kajalstift mitgenommen, weil er eben um 50% reduziert war. Ich mir dachte, okay, dann ausnahmsweise nehme ich ihn mit. Dann fragt es mich nicht wo, aber ich habe mir zwei Astor Lip Liner noch gekauft. Warum sind die in der Müller-Tüte? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mir noch zwei Astor Lip Liner gekauft, was ja passt, weil ich habe... Nein, ich habe ihn jetzt nicht um, aber ich habe dann einen aktuell wieder für meine Arbeit. So sieht aus. Die sind, glaube ich, eher von Bieber und nicht von... Ich glaube, die sind von Bieber, da war ich auch mit der Mine unterwegs. Bieber oder DM? Na, DM. Oh, shit. Ich glaube, die waren von DM, weil da gab es nämlich, wenn man die Karte verwendet, Prozente auf die... Oh Gott, auf die Schminke, und ich habe mir da die zweimal mitgenommen, weil ich eben den so gern benutze. Und bei Müller, den es ja nicht mehr gibt. Ja, als letztes von meinem Müller-Haul will ich euch noch einen wieder limitierten. Das ist eine Strobing Cream. Eigentlich will ich sie nicht aufmachen, aber ich mache sie jetzt mal auf. Von Miss Lean gab es eine Kollektion mit Meerjungfrauen. Da gab es auch die Pinsel, da habe ich mir ja einen gekauft. Und der Highlighter ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Das ist ein Creme-Highlighter. Sieht so aus. Ich lasse ihn auch noch zu.
ich hoffe, man kann das ein bisschen durch die Folie erkennen, aber der ist so, so schön. Ich habe jeden Tag den Test ausprobiert und habe überlegt, nimmst du dir den jetzt oder nimmst du dir den nicht? Ich finde das auch so schön. Merimizing Glow steht da beim Spiegel. Oh, süß. Ja, ich wollte die unbedingt haben. Kurz bevor es geheißen hat, sie mir zurückschickt an die Zentrale, habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du dir den mit. So, sogar die Verpackung finde ich schön. Ich finde das sehr an den Balm angelegt, aber ich finde das so, so schön. Mir hat das so gut gefallen und ich finde die Farbe so schön. Und ich habe gar nicht mehr so viele Creme Highlighter. Okay, jetzt habe ich zwar zwei dazu gekauft, aber ihr wisst, Creme Highlighter benutze ich sehr, sehr gern. Deswegen habe ich mir gedacht, wird es kein Problem sein. Kommen wir noch ganz schnell zu den letzten Sachen, die mir die Jasmin, also meine Cousine von Deutschland, mitgenommen hat. Ich habe ein paar Fotos geschickt und sie hat mir ein paar Sachen Gott sei Dank mitnehmen können. Zwei, glaube ich, hat sie nicht erwischt. Von P2, weil in den DM, wo sie war, gab es kein P2, aber das macht überhaupt nichts. Sie hat mir einmal den Duschschaum, also Pflegemousse steht da eigentlich drauf, Lollipop von Isana mitgenommen. Ich freue mich schon so auf den. Boah, das riecht so gut. Also einmal den. Dann hat sie mir den, oder das Pflegemousse in Chocolate mitgenommen. Die Verpackungen sind so geil gewesen. Ich war so happy, wie sie gesagt hat, dass sie nach Deutschland fährt, weil bei uns gibt es keinen Rossmann. Sehr ärgerlich, weil es beim Rossmann nur das gab. Meine Cousine hat sich das sogar auch mitgenommen und sie hat das sogar für meine Schwester mitgenommen, was ich auch lustig fand. Das ist das Duschgel Cookie Dough. Das riecht so wie Keksteig. So geil. So, so geil. Ich liebe es. Ich habe leider nur eines, also glaube ich, werde ich ursparsam damit umgehen. Aber das gab es bei uns in Österreich nicht und ich habe mich total geärgert, wie Twackelmann drunter oder Rossmann war das, glaube ich, weil ich folge denen. Damit ich, falls ich was haben will und sowas kommt vor, dass ich das ausnutzen kann. Ja, die haben das postet, dass es das eben nur in Rossmann gibt und wir haben in Österreich keinen Rossmann leider. Deswegen war ich urfroh, dass meine Cousine gesagt hat, sie geht dorthin. Das letzte, das sie mir noch mitgenommen hat, waren Pinsel und zwar von Rival de Loup. In Fischform. Oh Gott, ich glaube, ich werde noch sterben heute. Sie hat mir den hier mitgenommen. Ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich mag das zum Verblenden von der Kontur so gerne. Ich habe jetzt schon 3 Fischis und ich finde den so, so geil. Da bin ich echt froh gewesen, dass sie mir den mitgebracht hat. Den fand ich wirklich, wirklich cool. Ich finde die Verpackung so cool davon. Ja, bevor ich jetzt noch halbwegs ersticke, beende ich das Video. Ich bin auf jeden Fall unfroh über meine ganzen Sachen. Ich meine, Deko hätte ich jetzt nicht so viel kaufen müssen. Aber ja, Fixierspray brauche ich eh für die Arbeit dann, weil das benutze ich ja öfter. Und das hält nicht mehr lange, wie man sehen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wegen meiner Reizhustenanfälle dazwischen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr beim Müller am liebsten euch kauft, wenn ihr zum Müller geht. Was mir jetzt auffällt, ich habe Cremeseifen vergessen und ich kaufe ja so gerne mein Trockenshampoo. Das sind die beiden Sachen, die ich gern mag. Ja. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye.